Grüß Gott, mein Name ist Bernd Finkenberger. Ich bin Kreisvorsitzender vom BSB-Kreisverband Neustrelitz-Spannwinsheim und stellvertretender Bezirksvorsitzender vom Bezirksverband Mittelfranken. Es ist mir eine Ehre, so einen Posten auszuüben. Das ist ein wunderbares Ehrenamt, das ich sehr genieße. Wir befinden uns gerade hier im Kriegerdenkmal in Burg Bannheim, das zu Ehren der Gefallenen der Zweiten Weltkriege errichtet wurde. Hier in so einem Kriegerdenkmal ehren wir nämlich die Toten. Aber wir Vereinsvorstände, wir üben ein Ehrenamt aus, solange wir leben. Es ist ein wunderbares Gefühl, diese Ehre mit anderen zu teilen. Und mir macht das Spaß, dieses Ehrenamt auszuüben und andere mitzureisen. Meine ganze Vorstandschaft, die mir die Ehre zuteil werden lässt und hilft, diese Vereine zu führen, den Kreis zu führen und den Bezirk zu führen, ist ein wunderschönes Gefühl. Es ist wie bei der Bundeswehr, wenn man anschaut, da gibt es einen Kompaniechef, der wo was machen will. Dazu hat er seine Unteroffiziere, die ihm helfen. Und dann sind die Mannschaften da, die sind normalen Soldaten, die wo die Arbeit mit ihnen zusammen unternehmen, machen. Und jeder kann sich aber auch hocharbeiten und selbst der Kompaniechef werden. Darum ist mein Ansporn, liebe Leute, strengt euch an, versucht es zu werden, macht mit. In Amerika hat er mal, ich glaube, das war Präsident Kennedy, hat mal den Spruch losgelassen: Fragt nicht, was euer Land für euch tun kann, fragt, was ihr für euer Land tun könnt. Das kann ich auch auf den Verein ummünzen. Fragt nicht, was euer Verein für euch tut. Fragt, was kann ich für meinen Verein tun, was kann ich tun, um auch die Ehre zu erlangen, vorne an der Spitze zu stehen. Es ist wunderschön, wenn man dann solche Leute wie Dr. Markus Söder, unseren Ministerpräsidenten, mal einmal treffen darf. Oder auch einmal unseren Innenminister Herrn Herrmann. Das sind schöne Momente, die wo ich immer wieder sagen kann, es ist faszinierend, wenn ich dann irgendwo bin und darf mit diesen Menschen zusammen in Erscheinung treten. Was natürlich für diese Leute auch schön ist. Was natürlich auch sehr wichtig ist, das sind unsere Veranstaltungen. Wir von den Soldatenbund machen zum Beispiel jedes Jahr am Volkstrauertag mit, stellen wir die Ehrenposten, ist auch schon wieder der Name Ehre daran enthalten und dürfen auch auf die Reden halten. Es ist einfach schön, so ein Amt ausüben zu dürfen. Und ich mache es mit Herzenslust, mit Genuss. Es ist einfach schön. Liebe Leute, ich würde mich freuen, wenn viele sich um solche Vereinsvorstände bewerben. Ich sag's mal so, im Sportlerjargon, ein Fußballer, der wohl vorne stürmen darf und ein Tor schießt und alle jubeln ihm zu. So fühle ich mich, wenn ich einen Verein vertreten darf. Wenn ich vorne an der Spitze stehe, wenn ich bei einem Umzug stehe, wenn ich an einem Festzelt eine Rede halten darf, vor ein paar hundert Leuten. Und danach der Beifall. Ich fühle mich manchmal wie der Torschützenkönig von Deutschland. Und daher, es ist eine wunderschöne Aufgabe. Ich bitte euch, wer so eine Aufgabe wahrnehmen will, kommt dazu, strengt euch an. Ich unterstütze euch gerne.